ist ja, das Wachstum, das wir in Berlin haben, ist ein Wachstum auf geringem Niveau. Jeder Berliner erwirtschaftet 21.000 Euro im Jahr, jeder Hamburger erwirtschaftet übrigens das Doppelte und die Münchner nochmal 30% mehr. Berlin ist im Übrigen Hartz-IV-Hauptstadt. Jeder Fünfte lebt von Hartz-IV, in München sind es nur 7%. Arbeitslose haben wir in Berlin 240.000. Prekäre Jobs, viel Leiharbeit, schlecht bezahlt. Also ist es am Ende eine soziale Frage, in dem Land endlich Industriepolitik zu machen, neue Jobs zu kreieren und damit in allen Ausbildungsbereichen und im Dienstleistungsbereich was Neues hinter sich herzuziehen. Es gibt in vielen Bereichen, sag mal, Bereiche, wo man sagen kann, da sind wir schon stark, haben aber weitere Potenziale. Ich nenne mal Gesundheit, Kreativwirtschaft, Green Economy und Tourismus. Also eine Förderung muss ja nicht heißen, dass du staatliche Gelder gibst, sondern überhaupt eine Anlaufstelle zu haben. Ich sage mal, ein Haus der Wirtschaft, in das man gehen kann, das einen berät, das einem Schritt für Schritt Unterstützung gibt. Wo kannst du hin? Dass mal Leute zusammenbringt und sagt, wie ihr alle zusammen könntet ein nächstes Haus finden. Wir könnten euch auch eines anbieten. Bis hin zur Beratung, wenn ich mich selbstständig gemacht habe, sozusagen durch die weisen alten Männer oder Frauen. Ja? Was sind eigentlich die ersten Probleme, die da auftreten? Und ein zweiter Punkt für die Berliner Wirtschaft und für das Schaffen von Arbeitsplätzen ist für mich die Gesundheitswirtschaft in Berlin. Was muss man machen? Bei der Charité und Vivantes muss man anfangen und definieren, wer ist für was zuständig. Schluss mit der Konkurrenz an der Stelle. Wer soll welche Aufgaben in Zukunft erledigen? Und dann muss ein nächster Schritt einen Rechtsraum finden, die ihnen ermöglicht, auch systematisch zu arbeiten und auch andere Mittel einzuwerben. Ein anderer Punkt für mich ist bei der Schaffung von Arbeitsplätzen eigentlich das Thema Green Economy. Aber der große herausragende Punkt dabei ist auch eben den Maschinenbau, die chemische Industrie und den Automobilbau zu begrünen. Den gesamten Produktionsprozess und das Endprodukt. Alles muss grün werden, muss also intelligent mit begrenzten, limitierten Ressourcen umgehen. Berlin sollte der Ort sein, wo man sieht, wie es geht. Wie die neuen industriellen Fertigungen, das vernetzte und kreative Denken verschiedener Disziplinen aussieht. Und wo ein Teil von dieser Fertigung auch stattfindet. Das Thema Tourismus. Ja, ein Punkt, in dem wir weitere Arbeitsplätze schaffen. Da gibt es die Frage, wie gewinnen Hotels ihre Energie? Die Frage, welche Produkte werden da verkauft und benutzt? Wie werden die hergestellt? Wie viel Regionales kriegst du dort zu essen? Und ist auch ein Zeichen von Nachhaltigkeit und kann die Antwort auf all die internationalen Leute sein, die sagen, habt ihr Zertifizierung, wie arbeitet ihr? Und das allergrößte Potenzial ist das Thema Gebäudesanierung. Und als allererstes sollte man mit den öffentlichen Gebäuden anfangen. Dazu braucht man als allererstes, glaube ich mal, ein Klimastadtwerk. Ja, indem man sozusagen öffentliche Gelder für die Gebäudesanierung nimmt, sie rüber transferiert und mit einem Stadtwerk ganz andere Aktionsmöglichkeiten hat. Das löst Arbeitsplätze auf, das löst eine Masse an Investitionen aus. Allein wenn man alle Gebäude in Berlin wärmedämmen würde, sagt die IHK, bringt das 36 Milliarden Euro Investitionen. Bisher ist Berlin eine historisch interessante Stadt des 20. Jahrhunderts. Wir müssen den Weg gehen, sie zu der interessantesten Stadt des 21. Jahrhunderts machen. Der grüne Leuchtturm des 21. Jahrhunderts. Wie kann man Leben transportieren, produzieren, anders gestalten? Wie schaffen wir, indem wir dieses anders gestalten anpacken, 100.000 neue Arbeitsplätze in der Stadt? Das geht, wenn sich alle zusammen hinsetzen. Brauchen Sie die Politik eigentlich als Kreativwirtschaft oder entwickelt sich dieser Bereich einfach so? Also ich stelle oft fest, dass in der Politik, in der Verwaltung, die Menschen, die wollen keine Fehler machen. Und wenn man keine Fehler machen will, dann sollte man eigentlich, sage ich mal, weiß ich nicht, was machen. Also wir müssen Fehler zu lernen. Als ich als Unternehmer angetreten bin, habe ich gedacht, in den ersten 5 Jahren und habe zu meinen Angestellten gesagt, lasst uns Fehler machen. In 10 Jahren verzeiht uns die keiner mehr. Jetzt, wo wir so neu sind und frisch und jung, wenn wir dann was falsch machen, sagen die immer, ja guck mal, das waren die Jungen, die dürfen mal Fehler machen. Weil wenn wir aufhören, Fehler zu machen, lernen wir nicht mehr dazu. Und vielleicht sollte die Politik versuchen, Fehler einzugestehen, damit du daraus lernen kannst.
Also ich habe heute Abend lange darüber nachgedacht, dass ich das erste Mal die Zahl 100.000 neue Arbeitsplätze gehört habe. Das ist ein großes Ziel. Ich habe dann überlegt, aus meiner lokalpolitischen, lokalwirtschaftspolitischen Sicht, was heißt das eigentlich? Und bin relativ froh, dass unsere Zahlen so gut korrespondieren. Ich habe mich halt hingesetzt, habe mal nachgerechnet und habe festgestellt, dass es stimmt. Ich bin auf eine Wirtschaftsleistung von 22.187 Euro im Jahr gekommen. Habe festgestellt, wenn wir in der Tat nur den Tourismusbereich nehmen würden und auf 44 Millionen Übernachtungen kämen, was natürlich eine utopische Zahl ist, aber warum soll man über Utopien reden, dann hätten wir sozusagen 2,2 Milliarden Euro, mit denen wir 100.000 Arbeitsplätze bezahlen können, so wie sie jetzt in der Tourismuswirtschaft hier bezahlt werden. Das hätte gleichsam bedeuten 570 Millionen Euro in die sozialen Kassen und so weiter und so fort. Nur, man müsste dann sich überlegen, wie kommt man auf 44 Millionen Übernachtungen im Jahr. Berlin hat mit einem Anteil von 11% aller Beschäftigten, die befristete Arbeitsverträge haben, den höchsten Anteil bundesweit. Und Berlin hat bundesweit den höchsten, man nennt das Flexibilisierungsgrad, 37%. Sogar in Brandenburg sind es nur 32%. Also das sind Beschäftigungsverhältnisse, die entweder mini sind oder befristet sind oder wo die Leute noch aufstocken, also zum Amt gehen müssen. Insofern stimme ich mit dem Teil der Analyse der Beschreibung absolut überein. Den können wir sogar noch weiter unterfüttern. Nicht ganz einig sind wir an dem Teil, wo es um die Defizitbeschreibung der Berliner Industriepolitik geht. Die entspricht ungefähr dem, was der DGB vor 8 Jahren gesagt hat. Und seitdem sind DGB und IG Metall heftig unterwegs in der Frage der Industriepolitik, in der Diskussion, wir brauchen auch Industrie in Berlin, wir brauchen auch Industrieansiedlung in Berlin und wir brauchen auch Bestandspflege. Und etliches von dem, was du vorhin zu dem Thema gesagt hast, ist inzwischen in der aktuellen Politik, naja, schon herrschende Meinung geworden. Berlin braucht Jobs, um zu leben, auch um zu arbeiten. Und da war die Frage, wie kriegt man einen Kick-Off? Es braucht einen Kick-Off. Ich wollte vielleicht hier nochmal der grüne Kick-Off. Der Kick-Off muss doch da stattfinden, und das ist ja das Dramatische, dass Sie Studiengänge haben. Gehen Sie an eine Fachhochschule für Wirtschaft, und was Sie überall hören und lesen, was die Leute für die Studentinnen und Studenten, da haben Sie immer volle Bude, was die für Ideen haben. Aber wenn Sie dann plötzlich auf dem Arbeitsmarkt stehen, gucken Sie still herum im ganzen Land, aber auch in Berlin. Das zusammenzubringen, mir erzählen Unternehmen, die schon hier sind, andere, die gerne kommen würden, gibt es denn mal eine konzentrierte Kampagne dafür? Man muss doch mal sagen, es gibt ein paar Unternehmer, die Lust hätten, an diesen neuen Produkten und Produktionsprozessen zu arbeiten und die man jetzt mal zusammenbringen muss und denen man erklären muss, wenn du hier investierst in Berlin, dann sage ich dir zu, dass wir diesen Prozess unterstützen, dass wir helfen, Gebäude zu finden, andere Leute, die mitkommen. Also ich sag mal, so eine konzertierte Aktion. Du musst 4, 5 Themenschwerpunkte haben, an denen du systematisch arbeitest. Tegel wird als Innovationspark auch nur so funktionieren, dass man sich hinstellt und mit ein paar Maßnahmen gemeinsam die versucht zusammenzuholen. Und der Kick-Off funktioniert ja mit ein bisschen Förderung, aber auch damit, dass du eine Fläche hast und dass du ein paar Leute zusammenbringst und sagst, ich unterstütze euch. Ruf mich an und schreib mir, wenn ihr noch 1, 2 weitere Incentives braucht. Wenn Renate Künast nach dem 18. September regierende Bürgermeisterin von Berlin ist, dann würde ich mir von ihr wünschen, dass sie einen Kick-Off mit der IG Bauen Agrar Umwelt veranstaltet, damit die nicht mehr die A100 weitergebaut haben möchte. Dass Sie vor der Entwicklung des wirtschaftspolitischen Programms die lokalen kleinen Wirtschaftsvereine einlädt und ich werde alle 6, die wir im Redialog zusammengefasst haben, darüber informieren. Ich würde mich einfach freuen, wenn sie uns dann wieder besuchen kommt. Ja. Und jetzt musst du sagen, ob du das alles erfüllen wirst. Okay, mache ich.
Aber mit alle drei, aber Doro Zinke kommt mit, wenn wir uns wegen der A100 auf das Terrain mit dem IGBCE bewegen. Ne? Bauen. Ja, gut. Ja, dann habe ich ja sowieso schon Freunde. Ich komme mit, versprochen. Sehr gut. Ich danke allen.